Wir sind jetzt zu Gast bei Johann Hiebel an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ist er hier Teamleiter für den Bereich Klimamonitoring. Wieso ist es für die Klimaforschung wichtig, über lange Datensätze zu verfügen? Ja, Klima beschreibt ja im Gegensatz zum Wetter den abstrakten mittleren Zustand der Atmosphäre. Und dieser Zustand, der schwankt nicht nur von Tag zu Tag, sondern von Jahr zu Jahr sehr stark, ist also sehr variabel. Und daher muss ich einen langen Zeitraum betrachten, um den Effekt dieser Variabilität und zufällige Ausreißer möglichst gering zu halten und eine belastbare Statistik über den atmosphärischen Zustand zu erhalten. International ist dafür von der WMO, der Weltmeteorologischen Organisation, ein Zeitraum von mindestens 30 Jahren vorgesehen. Und diese sogenannte Klimanormalperiode ist aktuell 1991 bis 2020. Deshalb sind also Jahrzehnte bis Jahrhunderte lange Datensätze notwendig, um das Klima zu beschreiben und Änderungen im Klima auszumachen. Und auch so wertvoll für die Klimaforschung und in diesen Zeiten, wo es eben einen globalen Wandel gibt, auch für die gesamte Gesellschaft sehr relevant. Welche Herausforderungen können denn bei der Erstellung solch langer Datensätze auftreten? Ja, die größte Herausforderung sind sicher Änderungen der Messbedingungen. Rose hatte ich vorhin eine Klimastation gezeigt, aber selbst die beste Klimastation kann nicht mit über Jahrzehnte und Jahrhunderte konstanten Messbedingungen aufwarten. So typische Änderungen sind Instrumentenwechsel zum Beispiel oder Standortverlegungen, das kommt sehr häufig vor, die verursachen künstliche Brüche, aber auch sich ändernde Vegetation im Umfeld oder Verstädterung, die verursachen künstliche Trends. Und um diese künstlichen, unerwünschten Umgebungsstörungen der Messung vom gewünschten natürlichen Klimasignal zu trennen, muss man die gewonnenen Beobachtungsdaten homogenisieren. Das heißt, man versucht, den künstlichen Bruch oder den künstlichen Trend statistisch zu detektieren und zu korrigieren. Dieses Verfahren heißt, wie gesagt, Homogenisierung, und erst nach der Homogenisierung sind Klimabeobachtungsdaten eigentlich wissenschaftlich auswertbar. Welche Datensätze sind dabei dann als Resultat zum Beispiel für Österreich verfügbar? Ja, da gibt es eine ganze Palette von Klimabeobachtungsdatensätzen, aber die beiden am häufigst verwendeten sind HISTALP und Spartacus. HISTALP enthält punktbezogene Stationsdaten über den gesamten Alpenraum in Monatsauflösung. Und die Daten sind homogenisiert und erlauben die langfristige Einordnung von Klimaänderungen. Die Daten reichen nämlich je nach Parameter teilweise bis ins 18. Jahrhundert zurück. Der andere Datensatz, Spartacus, der enthält flächige Informationen, der hält räumliche Rasterdaten von Klimavariablen in Tagesauflösung ab 1961 in Österreich. Und das ermöglicht eben die Beurteilung von räumlichen Klimamustern und die flächige Auswertung von Klimaentwicklung. Können Sie uns auch ein paar Beispiele geben, wo diese Datensätze dann Anwendung finden? Ja, also zum Beispiel in der universitären Klimafolgenforschung, überall dort, wo eine mögliche Klimaänderung in einem ökologischen oder sozialen System detektiert werden soll, also potenziell in allen Sozial- und Umweltwissenschaften. In praktischen Bereichen sind praktisch-technische Anwendungen möglich oder werden auch gemacht in der Wasserwirtschaft, in der Energieerzeugung, im Katastrophenschutzmanagement, aber auch in der Landwirtschaft. Da ist eine möglichst aktuelle Beschreibung des Klimazustands notwendig. Und wir selbst verwenden sie sogar für die Evaluierung und das Downscaling von Klimamodellszenarien, für das Klimamonitoring, für die Berichtslegung, für Dürremonitoring, für Schneemodellierung und natürlich auch für die Einordnung und die Verfolgung von Klimavariabilität in Österreich. Also das ist jetzt ein ganz zentrales Ergebnis vom HISTALP-Datensatz. Das zeigt nämlich die langfristige Klimaentwicklung oder Temperaturentwicklung besser gesagt in Österreich.
Und die beginnt eben schon vor 250, 260 Jahren im Spätbarock, in den 1760er Jahren. Wir sehen hier, dass es im Vergleich zu heute in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten recht kühle Bedingungen gab, langfristig sogar einen leicht absinkenden Trend. Das hat sich Ende des 19. Jahrhunderts geändert. Da kam es zu einer ersten, eher noch mäßigen Erwärmung bis in die Nachkriegsjahre. Dann kam es in der Nachkriegszeit zu einer Stabilisierung oder sogar einer leichten Abnahme wieder der Temperatur. Und ab 1980 kann man sagen, schlägt das anthropogene, vom Menschen hauptverursachte Anstieg der Temperatur, den wir auch weltweit sehen, in Österreich stark durch. Und wir sind hier dann eigentlich im Treibhausklima mit dem starken Temperaturanstieg, der bis jetzt ungebremst ist und aller Voraussicht nach auch weitergehen wird.